Ja. Das ist hier echt mehr als mal nur eine kleine Ader oder so. Ja, ja, ja. Alex, wie viel Eis brauchst du denn so? Nimm gut was mit, weil das braucht man ja gerade, wenn man offline ist. Weil das erhält uns ja quasi am Leben die ganze Zeit. Okay. Hm? Wir haben jetzt 70.000. Das ist schon mal nicht besser. So muss das. Eigentlich können wir sogar noch eins höher bauen. Das hört sich nach Alex an. Eigentlich können wir noch eins höher bauen. Eigentlich können wir noch eins höher bauen. Das ist so typisch. So, 16. Stock. Eigentlich können wir noch eins höher bauen. Erst wenn wir im Weltraum sind, haben wir genug Stöcke gebaut. Gibt's erstmal so einen Weltraumlift. Den kann man ja wirklich bauen, das ist ja so geil. Hab mich noch nie rangetraut. Obwohl ich ein alter Space Engineer bin. Ich hab Magnesium da vorne gefunden. Nimm alles an Magnesium mit, wir brauchen das. Ja gut, ist es in... Ja, ich weiß nicht wie viel Entfernung. Also das ist so, wäre jetzt auch nochmal. Das ist ja. Da steht nur neutrale Signalquelle. Neutrale Signalquelle? Was sind denn diese schwarzen Felder, die ich da immer sehe? Das ist nur so buggy. Nein. Okay, das sind wie so Felsen, die immer aus dem Boden kommen, aber das ist nur buggy, wenn ich vorbeifliege. Achso, okay, gut. Silizium. Silizium brauchen wir jetzt erstmal noch nicht so dringend. Und Magnesium. Magnesium. One of the best things we could do here. Oh Gott. Okay. Dann guck ich mal. Jetzt stehe ich genau drüber, 30 Meter. Okay. Wie sieht's denn aus, liebe Montageanlage? Was kannst du uns bieten? Alles. Du knallst ja richtig nur hier. Was mit dir? Du bist auf Standby oder was? Alter Hayupai hier. Nee, ich bin. Meinst du mich oder was? Nein, ich meine hier gerade. Du alter Hayupai. So. Ich setze mir mal eine sichtbar auf Hut anzeigen. Ich habe mich länger nicht mehr zu Wort gemeldet. Nee, alles gut. Ich habe nur gerade mit dem geliebten Gerät hier. Kann ich keine Fenster machen? Magnesium. Doch, Panzerglas da. Base. Immer sichtbar. Magnesium, nice. Dann plumps rein da und Abfahrt. Sehr schön. Es kann sein, also ihr habt ja, ich muss mal kurz den Erdsensor gleich umbauen, damit er euch nicht wundert. Was? Nix. Was? Das Loch, was ich hier reinmache. Achso, ich dachte schon. Und eine Bar. Ah, da ist es. Okay, das ist so blau, oder? Was ist das? Magnesiumerz, yo! Pet? Immer richtig drauf. Okay, ich schalte den Erzdetektor wieder an. Und die Funkbarke. Ich bräuchte halt hier echt mal so ein größeres Licht, ey. Okay.
Ah, ne, fuck. Zu niedrig. Ist das auch, also, aha. Ist das jetzt wie bei Minecraft quasi, das ist ein so ein Magnesium-Erzfeld. Das kann man aushöhlen, so. Genau, genau, genau. Genau. Da, genau. Aber das ist hier halt wirklich so Kugelform. Bei Minecraft ist es ja ziemlich viel. Ich space sie hier. Wo lage ich das Magnesium ein? Sorry, das Kobalt. Erstmal noch. Lager das in. Fuck. Hier im Container. Hier im Container am besten. Das ist das Beste. In dem Bohrer oder was? Ja, genau. Da, wo der Bohrer da. Alles klar. Das mit dem Bohrer müssen wir jetzt eh verschieben, also. Ist das okay, wenn du das nutzt? Mhm. Ich habe hier übrigens was vergessen, nämlich ich habe das Ding noch auf Laufmodus, Flugmodus. Okay. Wie das aussieht hier unten. Ich habe Angst, wenn Nico sagt, wie das aussieht hier unten. Ja, das ist. Hui! Komm ich aus meinem Erdloch. Eine Scheiße. Okay, ich muss mal kurz auftanken in der Base. Ja, klaro. Volle Power. Okay. Wir haben das. Darf ich dir das Magnesium reinpacken? Pack erstmal hier in den Container hin. Komme ich da überhaupt rein? Ja, hier ist ein Eingang. Hier. Okay, gut. Ah. Ich mach hier mal die Bühne fertig. Dann siehst du auf jeden Fall, wo es reingeht. Container? Ja, hinten. Da dieses Ding hier, dieses viereckige. Wo auch der Bohrer drauf stand. Da wurde. Ja, genau. Hier. Ach, das da. Da steht's. Container, okay. Ja. Allah. Alter Palava. Was ist das hier, was du gebaut hast, hier neben den Generatoren? Was ist das? Achso, das ist einmal der Erzdetektor und einmal die Funkbarke. Also mit der Funkbarke kannst du in 50 Kilometer Entfernung noch sehen, wo die Basis ist. Und der Erzdetektor ist dafür da, dass wir im Umkreis sehen, wo Erze liegen. Also das hat, deswegen konnten wir auch gerade das Kobalt entdecken. Ich habe mir beim Magnesium jetzt einfach mein eigenes Ding gelegt. Ja. Einen eigenen Punkt halt. Ja, genau, zum Beispiel. Das kannst du dann auch machen. Verbündete Signalquelle, okay. Naja, ich gehe mal weiter Magnesium holen auf jeden Fall. Okay. Ich bin gerade hier am Umräumen, ne? Also ich glaube, ich muss da runter schweben, wenn ich da runter pack bin bitte alles in den Container. Ich räume mich gerade um. Stefan, pack bitte alles in den Container. Ich werde das jetzt hier alles abreißen. Alles klar. Außer den Containern, logischerweise. Ist so blöd, der Kerl, Mann. Entschuldigung. Es ist schlimm, ich weiß. Es wird niemals besser werden. What the fuck, Alter? Oh, den Hammer. Aber ihr könnt meine Markierungen nicht sehen, oder? Nein. Die kannst du aber mit uns teilen. Zwischenablage kopieren und dann quasi wie. Also den öffentlichen Chat. Genau. Was? Ich hab Stefan jetzt gerade nicht verstanden. In den öffentlichen Chat. Achso. Mit Enter. Und da einfach reinkopieren. Genau. Das ist Sprengstoff, ich brauch keinen Sprengstoff, Alter. Atom-U-Boot ist schon fertig, Jungs, wir können los. Schöne Höhle. Oh ja. Ich find's ja noch ein bisschen wenig. Na komm, ich sollte mal jetzt erstmal nicht übertreiben. Hier vorne ist eigentlich.
schon was geplant. Vorsicht, du stehst gerade auf meinem Feld. Auf meinen beiden Feldern. Stefan. Danke. Ich muss mir die Raumaufteilung gerade mal so ein bisschen machen. Und hier drin. Geht das Werkzeug auch kaputt oder ist das so? Nee, nee, das ist universal krass, Brudi. Okay. Es ist. Ja. Das ist Sowjet-Werkzeug, das geht nie kaputt. So, der ist ready. Ich baue, glaube ich, direkt hier. Gibt es irgendeinen Weg reinzugehen, ohne zu fliegen? Ja. In die Basis meinst du jetzt? Mhm. Ja, hier vorne ist so eine kleine Plattform. Und hier kannst du dann rein. Mhm. Genau. Alex macht hier wieder sein Ding. Ja, mach. Gleich wird hier wieder. Gleich sind wir fertig. Gleich können wir wieder aufhören zu spielen. Dann läuft alles von alleine. Ja. So, Jungs, Sauna fertig, ne? Direkt Videotitel: Space Engineers Tutorial Speedrun. Ja, Mann. Es wird nicht anders sein. So. Ich muss gucken, dass ich nicht die Orientierung verliere hier unten. Ja, bitte. Ich bitte darum. Hier, da ist meine Öffnung. Die wollen wir alle nicht sehen. Was? Ist aber schon ziemlich groß, so eine Ader. Ja, es kommt drauf an. Gibt's unterschiedliche. Ja, ja. Ich hab hier anscheinend... Baba-Ader. Ja. Ah, jetzt hört's auf. Da ist... Ja, jetzt wird's langsam... Stein. Magnesium habe ich denn jetzt so? 12.000 in die Dagen. In die Dagen. In die Dagen. Toll. Alles klar. Okay, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Montageanlage. Die Montageanlage, die erste muss ich hier dran bauen. So, und jetzt brauche ich kleine Stahlröhrchen. Ein paar liegen da schon rum, die ich gefunden habe. Ja, ich brauche noch ein paar mehr. 4.000. Ja, so eine Million. Sagt er jetzt so, nein. 800.000. Das wäre so typisch ich, ja, ich weiß. Eine Million. Aber so weit weg von der Realität ist es wahrscheinlich nicht. Ja, eben. Das ist das Schlimme dran. Boah, was eine Höhle, ey, hier mittlerweile. Was ist der nächste Schritt für die Höhle? Erstmal die Basis hier relativ sauber machen. Mhm. Und. Hol schon meinen Besen raus. Abfahrt! Nico, die Reine mache Frau. Nein. Also erstmal hier die Basis soweit fertig machen, dass wir die auch gut nutzen können. Und dann gucken wir mal, dass wir so langsam aber sicher. Alter, wer hat diese Datapads hergestellt? Der rasiere ich seinen Kopf. Ich glaube, es sind gar nicht so viele, sondern das werden immer nur einzeln abgeliefert. Ja, das ist, ja. Das Problem ist, die Datapads, die braucht keiner.
deswegen. Die sind hinzugefügt worden, damit du anderen eine Nachricht hinterlassen kannst. Also waren die nicht auch Bauteile? Nicht alles, was da bei uns liegt, ist hergestellt, gell? Ich habe auch schon ein bisschen Zeug gefunden. Wie meinst du? Also nicht alles, was hier in den Kisten haben, ist hergestellt, sage ich. Ja, klar. Nee, die Datapads, die... also du kannst die halt herstellen in diesem Assembler, also in der Montageanlage. Das Problem ist halt nur, es gibt keinen Grund, die im Moment herzustellen, außer, also keinen Baugrund, so. Also wenn, dann würde ich mich wundern. Ah, da hört es jetzt auf, blau zu werden. Okay, jetzt habe ich den Rand noch gefunden. Zerlegen. So, ich zerlege die Datapads gerade wieder. Wir könnten interstellare Malermeister werden. Ja, Mann. Mit dieser Basis hier. Und dann so unsere Space Credits verdienen. Oh, das wär's doch. Stellt euch das mal vor. Oh, ich muss die alle noch auf Flugmodus stellen, sonst arbeiten die nur unten. Boah, guck dich das mal an. So habe ich mir das hier vorgestellt. Gut, also. Speedrun? Nein. Wir haben es durchgespielt. Wir haben es schon durchgespielt. Nein. Wir haben nicht mal den Weltraum gesehen. Aber wir sehen uns gleich dort oben. Tschüss. Ich weiß noch, wir hatten damals bei irgendeiner Weltraumbasis, die wir hatten, aufgehört. Oh ja. Alter, die Weltraumbasis, ja, Mann. Das kommt auch noch alles. Stefan, kannst du dich um die Beleuchtung kümmern? Wo wir gerade dabei sind. Mit den Ecklampen und so. Ja. Dafür brauchst du Herstellungskomponenten. Ich mach gerade auch noch welche. Mhm. Mach mal so ein. Moment, stopp. Ich stell mal gerade ein paar her. Die kannst du auf jeden Fall gleich verwenden. So. Okay, ich bereite schon mal vor. Ist hier Zappeduscht da. Puh. Der Nigo ist am Machen. Sehr schön. Die Cryopads sind auch fertig. Da könnt ihr euch auch immer reinlegen. Also die sind auch schon angeschlossen. Zum Aufladen. Wenn ihr das Spiel verlässt, ne, dann wisst ihr Bescheid. Ah, wunderschön. So muss das laufen. Wo sind die schon? Und danach können wir die Höhle... Oh! Ey, Leute. Am Arsch lecken die Waldfee da hinten. Ist einfach Platin. Ey, wir müssen das holen. Dringend. Platin, Magnesium, Eis, Silber, Eisen, Nickel. Ich würde sagen, ich packe gleich die 7 Sachen zusammen und wir bauen da hinten einen riesigen Bohrer und holen alles raus. Und Alex gleich wieder. Ein riesiger gibt's Bohrer. Gibt's eigentlich verbesserte Bohrer noch irgendwo rumliegen? Einen verbesserten Bohrer? Ja. Dieser Handbohrer meint er. wir haben einen da, ja.